Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, respektive im Grunde euch mehr um eure Informationen bitten, was uns alle betrifft, respektive alle die, die hartes Wasser haben, und das sind Fadenalgen. Fadenalgen sind ein Fluch für jeden Koi-Teich, weil Fadenalgen immer wieder für Probleme sorgen. Sie verstopfen Bodenabläufe, sie verstopfen Rohre, sie machen sogar in einem Trommelfilter Probleme, von anderen Filtersystemen ganz zu schweigen. Fadenalgen sind eigentlich ein Indikator für gutes Wasser, aber auch eben für einen hohen Nährstoffgehalt. Und dummerweise ist es halt so, dass sobald wir unsere Koi füttern, wir unsere Algen düngen, weil die Algen brauchen halt vor allen Dingen Phosphat. Und in jedem Koi-Futter ist roundabout irgendwo 1%, vielleicht plus minus ein bisschen Phosphat drin. So, was also tun gegen Fadenalgen? Ja, ich habe in diesem Jahr schon einige Mittel ausprobiert und muss leider attestieren, dass ich kein wirklich gutes bisher gefunden habe. Und deswegen im Grunde auch die Frage an euch mit der Bitte um eine Rückantwort per SMS, WhatsApp oder auch per E-Mail. Welches Fadenalgenmittel benutzt ihr? Wie lange benutzt ihr das schon? Und seid ihr damit zufrieden? Das heißt, seid ihr damit in der Lage, eure Fadenalgen, ich sage jetzt mal, auf sowas von irgendwo 5 bis 10 mm Größe zu reduzieren? Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilt, weil ich bin aufgrund der geringen Anzahl an Mitteln, die ich bisher ausprobiert habe, habe ich sicherlich keine repräsentative Aussage momentan zur Hand und würde gerne versuchen, ein Algenmittel zu finden, was auf der einen Seite wirklich gut wirkt und auf der anderen Seite auch bezahlbar ist. Denn wenn ihr mal so ein bisschen im Internet schaut, Algenmittel kosten teilweise immens viel Geld und ich wage mal zu behaupten, dass die Wirkstoffe, die da drin sind, nicht unbedingt die Kosten, die man dafür ausgeben muss, widerspiegeln, und bin jetzt halt auf der Suche nach einem guten Algenmittel für Fadenalgenbekämpfung, was A, die Fische nicht schädigt und B, mit einem vertretbaren Kostenaufwand einzusetzen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele von euch interessant ist und dass ihr vor der gleichen Problematik steht. Insofern die Bitte an euch, meldet euch, wenn ihr da einen guten Tipp für mich habt. Ich werde das gerne bei mir ausprobieren, und wenn ich das an meiner Algenzuchtstation, so ist mein Teich nämlich, da wachsen die Algen wie blöd, wenn ich das da nachvollziehen kann, dass das Mittel gut wirkt, werde ich es sicherlich in einem Videopodcast entsprechend benennen und auch erläutern, wie es anzuwenden ist. Ja, das war's schon zu dieser kurzen Folge zum Thema Fadenalgen. Ich würde mich freuen über zahlreiche Antworten und sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Robert Jungnischke.